Der Kristallpalast, Magdeburgs berühmteste Vergnügungsstätte, fristet seit über 25 Jahren ein jämmerliches Dasein. Vor kurzem stürzte mit mächtigem Getöse nun auch noch ein Teil des Daches ein. Zwei junge Leute aus Magdeburg beeindruckt das nicht. Im Gegenteil, sie gründeten einen Verein und wollen den Kristallpalast retten. Wir trafen sie vor Ort. Das sind die kläglichen Reste eines Palastes, in dem sich früher nationale und internationale Künstler von Rang und Namen die Klinke in die Hand gaben, meist vor ausverkauftem Hause. Es gehörte einfach zum guten Ton, in den Kristallpalast zu gehen. Doch das war alles einmal. Heute versteckt sich die Ruine hinter großen Büschen und es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass neben dem Dach auch die Mauern in sich zusammenfallen. Was treibt also zwei junge Leute an, diese Ruine retten zu wollen? Ja, das war einfach mal damals in der Schule gewesen, da hat man mal das Thema Magdeburg gehabt und jeder hat sich immer so den Dom oder Kloster der lieben Frauen rausgesucht. Und ich habe mal was ganz Spezielles, ich habe mal den Kristallpalast rausgesucht und ja, dabei habe ich ihn dann gleich noch mit angesteckt und ja, nun hat man sich praktisch in das Gebäude so gut wie verliebt. Man hat sich Geschichten angehört, durchgelesen, ja, und jetzt kämpfen wir eben halt für den Kristallpalast. Kanntet ihr euch von der Schule her oder ist erst bei der Beschäftigung mit dem Thema entstanden, die Bekanntschaft? Wir kennen uns von der Schule her und weil wir genau dieselben Interesse haben, praktisch so eine kleine Macke für ältere Gebäude und das ist nun wirklich ein sehr schönes Gebäude und gerade bindlich alle Magdeburger kennen eigentlich dieses Gebäude und ja. Ist das ja so, Jugendliche interessieren sich ja heute eher meist für Musik oder für Popkultur oder für sonst was Modernes, Neueres. Gibt es da irgendwie vielleicht doch Beziehungen in der Familie, dass jemand gesagt hat, Mensch, das ist eine tolle Sache, Kristallpalast, könnt ihr euch da nicht mal eventuell drum kümmern? Naja, es war schon so, klar. Also wir haben, wo wir das Ganze in der Familie rum erzählt haben, haben so viele von erzählt, dass sie persönlich auch mal drin waren und dann eben diese Tanzveranstaltung, da haben wir hat uns das eigentlich so ein bisschen bestärkt, da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir doch da auch mal was machen. Gerade weil andere Leute oder sagen wir mal ältere Leute sich ja auch für vieles engagieren. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir wollen das auch machen, wir wollen uns auch mal für was engagieren, für unsere Heimatstadt Magdeburg auch mal was tun. Und da haben wir uns ja das Ganze auch angenommen. Ja. Und durch die ganzen guten Beiträge, die wir von den Bürgern bekommen haben, haben wir nur gesagt, Mensch, das bestärkt uns einfach weiterzumachen und das Ganze auch wirklich anzugehen. Und somit haben wir einfach den Verein dann auch gegründet. Ja. Genau. Den Verein wollt ihr gerade kommen, den habt ihr ja vor ein paar, man kann sagen, Vierteljahr ungefähr gegründet. Ihr habt Zeitungsartikel, ihr habt eine eigene Homepage. Haben sich da jetzt schon weitere Mitglieder gefunden? Ja, also aktuell ist der Verein mit 15 Mitgliedern stetig wachsend. Wir haben gerade vor 2 Stunden noch einen Termin mit einer jungen Frau gehabt. Ja, und wir wachsen natürlich und hoffen, dass wir immer noch mehr wachsen. Ist ja euer Vereins, der Mitgliedsbeitrag nicht gerade gering. Gibt es da eventuell, sagen wir mal, eine Schwelle, dass die Leute sagen, ja, wenn es nicht so teuer wäre, würde ich zu euch kommen? Natürlich, wir haben natürlich auch geringe Beiträge. Zum Beispiel haben wir das auch ein bisschen unterteilt für Rentner, für Schüler. Da ist das für das Quartal für 5 Euro. Das ist, denke ich mal, erschwinglich und ja. Was habt ihr denn bisher nur eigentlich in dem Vierteljahr erreichen können? Ja, na, wir haben in dem Vierteljahr schon eine ganze Menge erreichen können. Wir haben einige Aktionen gestartet, wir haben Unterschriftenaktionen gestartet, Bürger sind auf unser Projekt aufmerksam geworden, die auch für den Wiederaufbau gestimmt haben, was wir auch bei dem Herrn Trümper vorgelegt haben beim Termin. Wir haben schon mit den Eigentümern gesprochen, mit der Familie Jordan, beziehungsweise mit der Erbengemeinschaft, die uns auch, wie gesagt, schon positiven Feedback mitgeteilt haben, wo eben er will das Haus ja einfach verkaufen und somit hat er uns auch ein Kaufangebot, sagen wir mal, mehr oder weniger unterbreitet. Und ja, wir haben eigentlich schon so einige Hebel und Wege in Bewegung setzen können. Und am 19.8. haben wir dann den Termin noch mit dem Staatssekretär, Herr Bomba, der uns ja sehr hilfreich zur Seite stehen soll. Und also soweit haben wir die Wege soweit ganz gut freimachen können, um auf das Gebäude drauf zugehen zu können, sage ich jetzt mal, ja. Du sprachst vor den Staatssekretär schon an, da wollte ich auch nachfragen, es stand ja auch in der Presse drin, dass er sich aus Berlin gemeldet hatte, auf euer Projekt aufmerksam geworden ist. Was versprecht er euch von dem Treffen? Hat er euch irgendwie schon Hoffnung machen können? Ja, also er hat uns schon Hoffnung machen können. Er bot uns eben halt seine Hilfe
auch rechtlich gesehen an und auch gerade Fördermittel aus verschiedenen Töpfen, die wir jetzt so gar nicht kennen, hat er gesagt, dass er uns da sehr tatkräftig unterstützen kann, dass er auch Fördertöpfe kennt, wo er auch wirklich was rausholen kann. Und da hoffen wir einfach mal, dass wir eine gute Unterstützung bekommen. Woher nehmt ihr eigentlich euren, ich sag mal doch, grenzenlosen Optimismus? Naja, ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich an unserer Jugend so ein bisschen, denke ich mir jetzt mal. Genau. Also wir machen uns da eigentlich gar keine Raster drum, sage ich jetzt einfach mal so auf gut Deutsch, weil wir sagen uns, wenn wir das einmal anpacken, dann machen wir es auch richtig und machen es so lange, bis wir die definitive Bestätigung haben, dass da wirklich nichts zu machen ist, dass wir es nicht kaufen können, dass wir nichts, gar nichts machen können. Dann, sage ich mal, würden wir auch ein bisschen loslassen, aber solange wie wir das hier vor Augen haben, halten wir daran fest und wollen einfach auch ein Stück weit Geschichte von Magdeburg retten, sage ich mal. Ja, also man kann sich schon quasi so als kleiner Retter so mit hinstellen. Das ist einfach, weil das zu Magdeburg gehört. Wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen und man sieht überall so schöne alte Bauten, wie Andy ja schon erwähnt hat, dass wir ja so eine kleine Macke dafür haben. Ja, und da haben wir gesagt, das müssen wir einfach irgendwie schaffen. Also ist einfach für uns so eine kleine Bestätigung, dass man das auch kann. Und vor allen Dingen, man sammelt auch sehr viele Erfahrungen dafür. Ja. Gut, kommen wir mal her zum Dr. Kutschmann. Sie sind ja einer der Stadträte, die sich, also eigentlich der Stadtrat, der sich seit Jahren eigentlich auch um den Kristallpalast kümmert. Sie sehen immer, er verfällt immer weiter. Das muss ja schmerzen, denn der Kristallpalast ist ja irgendwie auch ein Symbol für die Magdeburger. Das ist richtig so. Ich habe natürlich auch eigene Erinnerungen. Ich habe zum Beispiel im Kristallpalast Tanzstundenabschlussball gehabt vor 55 Jahren oder länger her bald schon. Hier haben wir Fasching gefeiert. Also das ist eine Sache, die mich sehr berührt. Und ich hänge ja insgesamt sowieso an den alten Magdeburger Bauten. Wir haben ja nicht allzu viele. Daran müssen wir das, was wir haben, eigentlich erhalten. Du ist ja so, das ganze Gelände, das ganze Karree hörte ja eigentlich früher den Zeugen Jehovas, ja Wachturm, Verlagsgesellschaft. Denen gehören einige Teile des Geländes immer noch. Wie ist denn eigentlich zu dieser Erbengemeinschaft gekommen damals und zu dieser Zerstrittenheit war es ja doch, muss man sagen. Zum Einzelnen kann ich das nicht sagen. Ich habe mit denen vor einigen Jahren schon mal telefoniert. Ich denke, die hatten sehr hohe Forderungen und Vorstellungen, was den Wert des Gebäudes anbetrifft, ohne sich klar zu werden, wie die Lage Magdeburg auf dem Immobiliensektor eigentlich ist. Ich denke, dass das eigentlich der Schlüssel für die ganze Geschichte war. Und dann ist natürlich auch der Investitionsbedarf außerordentlich hoch, der ansteht. Das ist ohne Zweifel so. Sie haben ja die Jungs und den Verein du heute auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Welchen Eindruck haben Sie von den Jungs eigentlich und von deren Engagement? Ich habe einen sehr guten Eindruck und ich finde es eigentlich ganz toll, wenn junge Leute sich für alte Stücke interessieren, weil das ja, wenn es verfällt, unwiederbringlich weg ist. Und das finde ich eine Sache, die eigentlich uns optimistisch für die Zukunft sein lässt, weil nur so geht es voran. Und man braucht sicher, das muss man schon sagen, wenn man das Gebäude sieht, ein ganzes Stück, wie Sie schon gesagt haben, Unbedarftheit, jugendlichen Enthusiasmus, um daran zu gehen. Aber ohne Versuch schmeckt nichts. Wie können Sie die Jungs oder den Verein von Ihrer Seite aus unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten? Sicher, im Moment fällt mir da direkt nichts ein, aber ich weiß natürlich schon, dass sich im Laufe der Zeit Dinge ergeben werden, die ideelle Unterstützung darf, dass wir eben doch dafür uns stark machen, im Stadtrat möglicherweise noch diese oder jene Förderung oder jenes Entgegenkommen locker machen. Also auf dem Gebiet, denke ich, sind Unterstützung da. Finanziell wird die Stadt Magdeburg sicher wenig machen können. Das ist ganz eindeutig so bei der gegenwärtigen Haushaltslage. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen das versuchen. Ich stehe auf jeden Fall dazu. Was habt ihr als nächstes jetzt vor? Was sind eure nächsten Vorhaben? Ja, wir werden natürlich weiter präsent sein, natürlich wieder Infostände aufbauen mit unseren Mitgliedern zusammen. Der nächste Infostand wird dann natürlich auch direkt mal in der Innenstadt sein, dass wir auch mal in der Innenstadt präsent sind. Ja, ansonsten natürlich auch internetmäßig weiter auf dem Laufenden. Ja, und vielleicht auch nochmal die Magdeburger, wer vielleicht eventuell Geschichten hat, eine Erinnerung an den Palast, mal aufrufen, sich bei euch oder auch bei uns zu melden, dass wir vielleicht mal noch ein paar Geschichtsdaten ausgraben können. Genau. Also wir werden das jetzt auch demnächst in der Volksstimme, Generalanzeige nochmal veröffentlichen, wo das ja nochmal groß drin steht über den Kristallpalast, was derzeit passiert ist und natürlich, was wir eigentlich derzeit vorhaben. Wir sind natürlich auf der Suche nach Sponsoren, nach Mitgliedern, die uns weiter mit unterstützen möchten und natürlich eben, wie gesagt, nach bestimmten privaten Leuten, die vielleicht auch ihren kleinen Teil beitragen möchten, wo wir eben wirklich auf das Gebäude wieder mit beleben können. Und derzeit, dadurch, dass wir die Kaufverhandlungen jetzt haben, sind ganz wichtig natürlich die Sponsoren, die
uns mit Fördermitteln oder mit ihren Geldern zur Verfügung stehen. Und dazu gibt es dann auch individuelle natürlich Geschäftskonzepte, Businesspläne, die dazu beitragen sollen, eben das ganze Projekt starten zu können, ne? Dass es zum Wiederaufbau dann auch wieder kommt. Ich wollte sagen, kaufen ist das eine, nachher betreiben ist ja eigentlich das viel wichtigere. Genau, 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 genau. Ja, weiterhin soll das natürlich auch der Verein weiterhin nutzen, dieses Gebäude auch weiterhin betreiben. Die Mitglieder sollen dann natürlich mitwirken, also der Verein wird nicht irgendwie abgestoßen oder so. Die Mitglieder sollen wirklich richtig mitwirken, was in dem Haus passiert. Das Haus soll von Magdeburger für Magdeburger sein und wir hoffen, dass wir es schaffen. Gut, dann kann man endlich jetzt mal auch von Ihrer Seite aus den Jungs endlich mit dem Verein, den ich nur viel Erfolg wünschen, immer ein goldenes Händchen bei der Sponsorensuche. Und ich denke mal, wir sehen uns vielleicht mal bei einem der Infostände wieder und mal horchen, wie die Magdeburger auch so drauf reagieren. Genau, genau. Alles klar. Ja, alles gut und viel Erfolg. Bei dem erwähnten Treffen mit dem Staatssekretär aus dem Bundesbauministerium war übrigens auch unser ehemaliger Bauminister Karl-Heinz Dehre zugegen, der von dem Termin erfahren hatte. Staatssekretär Rainer Bomber besichtigte das Gebäude von außen und sagte dem Verein Unterstützung zu. Er will Kontakt zur Erbengemeinschaft aufnehmen und stellte Mittel aus der Städtebauförderung oder dem Denkmalschutz in Aussicht. Außerdem will er sich mit OB Lutz Trümper treffen und mit den engagierten Jungs vom Verein in Kontakt bleiben.